bringt mich nach A. Welchen habe ich jetzt genommen? Also ja, das kann ich irgendwie vergessen mit den Dingern. Also geradeaus. Und der bringt mich zum Anfang. Geradeaus. Und der da bringt mich irgendwo anders hin. Der bringt mich irgendwo anders hin. Okay, der bringt mich zum Anfang. Der bringt mich irgendwo hin. Anfang, okay. Aha. Und ja, ich werde hier einfach rumprobieren, bis ich irgendwo ankomme. Ah! Pflege des Wahr als Haupthand. Okay. Warum habe ich aber das Gefühl... Oh ja, da sieht man, dass es da noch weitergehen dürfte. Okay, Ausgang. Wieder Ausgang. Wieder Ausgang. Wieder Ausgang. Ah, tada. Ausgang, okay. Und ich bin wieder beim Ausgang. Aber ja, ich sehe, dass es da noch einen Weg gibt. Muss ich ihn nur noch erreichen. Nein, das ist der Ausgang. Ja. Okay. Gut. Oh, jetzt bin ich beim Mana-Ding. Ausgang, okay. Ich schreibe, fang mal an aufzuschreiben. Rechts. Rechts, also rechts, rechts, ist ein Fail. Rechts, geradeaus. Also rechts vorwärts ist ein Fail. Rechts, links. Vorwärts. Vorwärts. Nochmal vorwärts. Ist ein Fail. Okay. Rechts. Links. Rechts. Also rechts, links, rechts ist auch ein Fail. Rechts. Links. Links. Rechts, links, links. 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 Ist auch ein Fail.
Ich würde am liebsten gerne die Dinger aus-X'en, die in Fail sind. Nur leider kann ich nur solche Symbol-Dinger hier machen und keine X'e. Nee. Also rechts. Oh, was ist mit rückwärts? Nö. Nö. Wie viele Felder hat das Teil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? 8, okay. Dann mache ich jetzt hier. Acht mal acht. Großes Ding. Also ich zeichne hier gerade was. Für die, die sich fragen, was ich gerade tue. So. Ich habe jetzt 8x8 Kästchen hier. Und brauche noch eine zweite Farbe. Weil mit Schwarzzeil beschreibe ich mir jetzt auf die Nummer der Teleporter, in die ich springe. Und wo ich hinkomme. Und ich habe es falsch geschrieben. Ich muss es nämlich eins weiter da drüben hinschreiben. Also die 1 führt mich hier hin. Da gucken wir erstmal von der 1 aus. Und das, was nichts ist, x'en wir. So. Okay, das ist die 4 dann. Die 4 bringt uns nach hier. Okay. Die 5 hier bringt uns zur 5 hier. Soweit, so gut. Okay, das über der 5 ist ein X. Was bist du? Du bist dann die 6. Hier und bringst uns zur 6 nach hier. Okay. Du bist die 7 und bringst uns hierher. Ach ja, den Start könnte ich auch mal mit einem S markieren. So. Okay, ein X. Das heißt, wir gehen hier nach 1, gehen nach 4. Sind jetzt hier. Gehen wir da runter, das ist ein X. Okay. In die 1, in die 4.
Ach hier, okay, das ist jetzt Nummer 8. 8 bringt uns 1, 2, 3, 4, hier zu 8. Das da sollte eine schwarze 8 sein, keine grüne 8. Gut. Das ist ein X, okay. Das heißt, wir gehen wieder die 1. Gehen mal in die 4. Gehen in die 5. Die 5 bringt uns dahin. Gucken wir mal, die 2 bringt uns hier drüben hin. Geradeaus ist ein X. Okay. Das heißt, wir gehen wieder in die 2 und gehen mal nach unten. Das ist jetzt die 9. Wieder in der falschen Farbe, die 9. Und die 9 bringt uns 3 Felder hier, hier hin. Okay. Die 9. Gehen wir hoch. Da machen wir jetzt mal ein großes A. Das große A bringt uns hier hin. Gehen wir wieder geradeaus. Das ist interessant. Das bringt uns zur 5. Okay. Also die 1. Die 4. Bringt uns hier hin, die 2 bringt uns hier hin, 9 bringt uns hier hin, 9 bringt uns hier hin. Okay, das ist jetzt das B. B bringt uns 2, 2, also hier hin. Das heißt, das ist das A. Genau, das bringt uns hier hin. Das ist ein X. Das brauchen wir nicht. Okay. So, wir sind jetzt hier wieder bei der 1. Gehen wir wieder in die 4. Nehmen wir wieder die 5. Die 2. Die 9. Und das ist ein X. Okay. Nehmen wir nochmal die 2, die 9. Das bringt uns da oben hin, haben wir gesagt. Nach B. Das ist ein X. Okay. 2, 9, B. Sind wir wieder hier? Geradeaus. Bringt uns zu 2, okay. 9. B. Und das da ist ein X. Okay, das heißt, B können wir vergessen, komplett. Weil das bringt uns so im Kreis. 2, 9. A, 7. Ups, das war die 5. Okay. 2. 9. A, 7 bringt uns hier hin. Das bringt uns dahin. Das ist jetzt ein C. Bringt uns hier hin. Okay. Das bringt uns... Das ist... Nennen wir es jetzt einfach mal X1. Bei X1 ist der Ausgang hier. Okay. Das ist ein X. Dann gehen wir nochmal nach X1. Dafür müssen wir durch die 2.
Dann die... Nee, hätten wir eigentlich gleich müssen, oder? Wo ist nochmal die 7? Ach, die 7 ist da. Also hätten wir auch von 6 dahin gekonnt. Die 9. A, 7. C, X1. Und das ist auch ein X. Okay. Also X1 brauchen wir gar nicht weiter verfolgen.